Das ist Mira. Als Pastorin setzt sie sich für einen Glauben ein, der revolutionär, frei, liebend und fröhlich praktiziert wird. Wir haben sie im Projekt Donauhof besucht, um ihr ein paar Fragen zu stellen, die sie sau ehrlich beantwortet hat. Wie würdest du deine Glaubensgemeinschaft beschreiben? Meine Glaubensgemeinschaft heißt Baptisten. Das ist eine protestantische, evangelische Glaubensgemeinschaft, die sich unter anderem für Glaubens- und Gewissensfreiheit für alle Menschen einsetzt und daher zum Beispiel keine Babys tauft, sondern nur erwachsene Leute, die sich selber dafür entscheiden. Kirche ist doch konservativ und nichts für junge Leute. Was sagst du zu dieser Meinung? Kommt drauf an, wie man Kirche versteht. Ich würde sagen, Kirche war ursprünglich revolutionär und da muss man wieder hin zurück. Wie steht deine Kirche zur Homosexualität? All welcome. Wo praktizierst du deinen Job? Wo hältst du Gottesdienste ab? Also grundsätzlich praktizieren wir unsere Gottesdienste und damit ich natürlich auch einen Teil meiner pastoralen Arbeit in einem alten Ballsaal. Also hier sind wir gerade in dem Gebäude, allerdings nicht in dem Ballsaal. Da finden seit 5 Jahren unsere Gottesdienste statt. Zu Corona-Zeiten machen wir das alles online per Video, Zoom etc. Was ist das Projekt Donauhof? Das Projekt Donauhof ist aus einer Vision heraus entstanden, einen großen Raum haben zu wollen. Das Gebäude an sich ist Teil eines alten Hotels mit einem alten Ballsaal, der mal als Casino gedient hat, den wir seit 5 Jahren als Gottesdienst, aber auch als Veranstaltungsraum nutzbar machen. Und die Idee ist, dass hier grundsätzlich ein Coworking Space, ein Kaffeehaus und ein Eventsaal besteht, der vor allem mildtätige Aktionen mit unterstützt. Warum hast du dich dazu entschieden, Pastorin zu werden? Ich habe mich dazu entschieden, Pastorin zu werden, aus einem ganz besonderen Moment heraus, wo ich einfach auf einem Konzert stand und dachte, das ist mein Lebensweg und bin ihn gegangen. Welches Konzert war das? Es war ein Glashauskonzert. Warst du schon immer religiös oder spirituell? Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, in der ich nicht gebetet habe beispielsweise. Also ja, ich bin damit groß geworden, beigebracht quasi von mütterlicher Seite, aber auch mit einem agnostischen Vater, also genauso zwischen den Welten von Glauben und Suchen. Kann man auch Teilzeitpastorin sein? Ich bin in der Tat Teilzeitpastorin. Ich habe eine halbe Stelle, aber man ist immer quasi schon auch in seinem ganzen Wesen dann natürlich irgendwie auch Pastorin. Also man kann es schlecht ablegen an der Tür. Aber ich habe eine halbe Stelle und schreibe nebenbei Bücher, habe als Dozentin gearbeitet fürs Neue Testament und könnte mir auch vorstellen, in Zukunft noch was ganz anderes zu machen, vielleicht was ein bisschen Praktischeres ist, wo man irgendwie haptisch mal sieht, was man getan hat. Darfst du in deiner Kirche Besitz haben? Also beispielsweise ein Haus oder Aktien? Ja, klar. Ja. Also hätte ich gern, habe ich alles nicht, aber ja klar. Lebst du zölibatär? Nein, nein, nein. Ich bin keine Priesterin. Ich lebe nach keinem Zölibat, nein. Wie sieht es mit vorehelichem Sex aus? Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen darf. Ich sage immer ganz gerne, wenn man danach nicht heiratet, ist es kein vorehelicher Sex. Das war lustig. Und ich bin der Meinung, jeder Mensch sollte das für sich selber entscheiden, wie und in welcher Form er seine Sexualität lebt und liebt. Was macht dir am meisten Spaß in deinem Beruf? Ich glaube, dieses keinen Alltag haben, das Unerwartete zu leben und so unfassbar viele unterschiedliche Menschen zu treffen, zu begleiten, inspirieren und inspiriert zu werden. Was findest du nicht so toll dran? Als Pastorin ist man schon auch mit einer Form von Bürde auch belastet, also eben weil man das nie ablegen kann. Und es ist quasi Stärke und Schwäche in einem, dass das mit Menschen einfach auch viel macht, wenn ich sage, dass ich Pastorin bin. Das kann sehr positiv sein, aber es gibt auch eine sehr starke Fremdwahrnehmung und Fremderwartung, die an mich herangetragen wird. Und
Ein Kollege hat mal gesagt, das Erste, was man lernen muss, ist zu enttäuschen. Und das ist sicherlich auch in meinem Beruf schwierig, aber wichtig. Wann hast du jemanden enttäuscht? Weiß gar nicht, ob ich einen Moment benennen kann, aber wenn eine Pastorin was falsch macht, dann ist es immer direkt auch die Pastorin. Dann ist es so, weil die Erwartungshaltung an einen so hoch ist, ist der Fall einfach sehr, sehr tief. Ich glaube gar nicht, dass das einem immer kommuniziert wird, aber wenn Mira jemanden verletzt, ja, dann war es Mira. Wenn es Frau Pastorin ist, dann trägt das irgendwie, glaube ich, manchmal nochmal irgendwie stärker. Gibt es ein Erlebnis in deiner Laufbahn als Pastorin, das dich besonders geprägt hat? Ich glaube, es gibt viele Ereignisse. Sicherlich gehört zu den Erlebnissen in der Flüchtlingsintegrationsarbeit, wenn wir bei Momenten dabei sein dürfen, wo Menschen wirklich ein neues Leben ermöglicht wird, in Sicherheit, und man da so einen ganz minimalen Beitrag zu leisten durfte. Ich erinnere mich sehr gerne an die Kindersegnung meines Kollegen, wo ich irgendwie seine kleine Tochter segnen durfte. Was bedeutet ein glückliches Leben für dich? Ich glaube, ein glückliches Leben bedeutet eine gewisse Sinnhaftigkeit im Leben, eine Form von geliebt zu sein, ohne etwas dafür tun zu müssen, also das Bewusstsein einfach geliebt und gut zu sein, so wie man ist. Und ein Glas Sekt oder Bier kann auch nicht schaden. Welche Erlebnisse haben deinen Glauben gestärkt? Ich empfinde Momente, in denen ich auf Reisen bin, in denen ich in der Form auf Reisen bin, wo ich nicht weiß, was als nächstes kommt, immer sehr glaubensstärken. Das ist für mich wie so eine Trainingsurlaubsreise fürs Glauben, nicht zu wissen, wo ich am Abend schlafe, dazu muss man sagen, ich habe einen alten VW-Bus, nicht zu wissen, welchen Leuten ich begegne, und sich in solchen Reisemomenten ganz stark darauf zu verlassen, dass das schon alles gut gehen wird, ist für mich immer etwas, was so mein Glauben als persönliche, sage ich mal, spirituelle Übung prägt. Und das wären zum Beispiel Momente. In welchen Momenten zweifelst du an deinem Glauben? Wenn ich zu lange mit zu vielen anderen anstrengenden Christen zusammen bin, das ist immer der Moment, wenn man sich manchmal so die Gesamtchristenheit gelegentlich anschaut. Und verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt ganz Millionen wunderbarer Menschen, aber es gibt auch viele Einstellungen innerhalb, die mich wirklich manchmal an den Rand bringen und an Zweifeln kommen lassen. Ja. Was sagt dein Umfeld dazu, dass du Pastorin geworden bist? Das war ganz unterschiedlich. Die mich ganz gut kannten und auch in meiner ganzen Vielfalt kannten, die fanden das cool. Einige konnten sich das gar nicht vorstellen. Und ich brauche immer noch gelegentlichen. Gibt es auch Tage, wo ich selber denke, Frau Magisterpastorin Ungewitter, lustig. Und aber ich glaube, per se hat es mein Umfeld ganz gut aufgenommen. Würdest du deinen Beruf in ein Dating-Profil schreiben? Nein, ich schreibe das in kein Dating-Profil rein. Ich habe Dating-Profile, aber schreibe es nicht rein, weil man sieht zu viel Verrücktes. Und ich glaube, das würde irgendwie auch komische Leute auf den Plan ziehen. Wie reagierst du auf Menschen, die ein Problem mit deinem Beruf haben? Oh, das ist mir recht selten passiert. Aber wenn ich das Gefühl habe, dass jemand ein Problem mit meinem Beruf hat, halte ich Zuhören für eine wichtige Kompetenz, nachzufragen und sich das erklären zu lassen. Und meistens gibt es sicherlich auch Punkte, wo ich dazu stimmen kann und dann einfach miteinander reden. Wie ist es als Frau in einem doch männerdominierten Beruf? Anstrengend. Es ist in der Tat ein männerdominierter oder patriarchal dominierter Bereich, der mich regelmäßig herausfordert, aber der mich auch motiviert, was daran zu ändern. Frauen und Feminismus in der Kirche. Was muss ich hier deiner Meinung nach tun? Oh, viel. Wir haben viel vor uns. Wir sind aber auch viele, die sich dafür einsetzen. Ich glaube, was ganz wichtig ist, die ursprünglichen
feministischen, biblischen Züge hervorzuarbeiten und quasi mit dieser ursprünglichen revolutionären Kraft, eben die sich auf Geschlechter bezogen hat, genauso wie auf alles andere, diese Kraft sichtbar zu machen und somit positiv für eine gerechtere, in jeglicher Form gerechtere Kirche und Welt einzutreten. Wie sollte deiner Meinung nach Glaube im Jahr 2021 praktiziert werden? Glaube sollte im Jahr 2021 revolutionär, frei, liebend und fröhlich praktiziert werden.